Also, mein Name ist Nanook und ich komme vom Hackspace in Siegen. In den nächsten 30 Minuten trage ich über Zivilen Ungehorsam vor und wie man dies mit diesem Thema des heutigen MRM-CD Self-Quantification erfolgreich gestalten kann, also Zivilen Ungehorsam erfolgreich. Ich trage zuerst eine Zusammenfassung vor, das Wichtigste quasi, und danach den Weg zur Zusammenfassung in Teilform. Ihr könnt Fragen stellen. Und dann können nämlich Interesse nach den Interessierten, nach der Zusammenfassung, also die Interessierten an den Climate Games, die können dann rübergehen. Das findet nämlich parallel dazu statt. Fangen wir mit Zusammenfassung an. Also unter zivilen Ungehorsam nenne ich im Folgenden auch manchmal zu, oder der jemand, der zivile Ungehorsam macht, den nenne ich zu da. Fest fallen alle Aktionen, die gegen den Fortbestand von existierenden Strukturen wirken. Und das mit Einsatz von ohne Gewalt. So, und mein zivile Ungehorsam, der schließt einfach mal die Gewalt aus. 30 Minuten, keine Zeit. So, ich behaupte dann, es gibt zwei Arten von zivilen Ungehorsam. Es gibt Krons, nenne ich sie mal, weil wir auf einem Zettel sind, das ist ein Hintergrunddienst. Das sind kleine Sachen, die können wir im Alltag jeden Tag machen, wir alleine auch, die sind nicht komplex, sondern es gibt halt die Events. Und es sind halt Projekte nicht am Anfang und am Ende, wir machen mit anderen Leuten und da muss man sich halt ein bisschen organisieren, vorbereiten, nachbereiten, ein bisschen was lernen. Und weil man sich halt selber organisieren muss, habe ich gedacht, das passt wunderbar zu einem MRM-CD Self-Quantification. Beispiel für Krons ist halt, sein eigenes Essen anzubauen, also im Laden zu gehen und es zu kaufen, selber zu kochen, also in ein Restaurant zu gehen, vielleicht auf gewisse Sachen zu verzichten, weiß ich nicht, Fleisch oder Kaviar oder was auch immer. Fahrrad fahren statt Auto zu fahren oder drei Autos zu haben, den Müll minimieren, statt die ganze Zeit ganze Säcke an Müll über sich zu stapeln. Vielleicht auch die Nachbarn einfach mal kennenlernen, zum großen Rübergehen, Geschenke machen. Also eigentlich ist do it yourself im Allgemeinen wieder ungehorsam, weil einfach Dinge selber gemacht werden, anstatt sich auf eine Struktur zu verlassen, die einfach so produziert wird. Aber es gibt auch in den Krons, den Hintergrunddiensten, die jährlichen Sachen, die ich mir dann bringen kann. Ich habe gestern Abend auch so den von erzählt. Und zwar sind das Sachen wie einfach die Schufa einschreiben, jedes Jahr. Alles, was man mit der IFG, also die Informationsfreiheitsgesetz, beantragen kann, ist jedes Jahr zu beantragen. Das muss man sich daran erinnern, da muss man ein Formular vorbereiten. Flensburg, die Punkte abziehen. Es gibt eine Seite, die macht das, datenschutz.de. Petitionen zu unterschreiben, weil viele Leute hier werden sagen, ach, Petition, das bringt nicht. Kann man so sehen, kann man nicht so sehen, kann man auch eine Petition unterschreiben. Aber es sind einfach nur andere Leute, die kümmern sich um ein Thema und sehen, dass sie nicht alleine da stehen. Das gibt denen ja schon Kraft, weil sie halt zivile Ungehorsam sind. Ne? Vorzuwehren kann man auch als zivile Ungehorsam sein, weil eine gewisse Kultur, die den vorgegeben wird, einfach mal hinterfragt wird. Und da kann man den auch ruhig mal wieder online ankreuzen und unterstützen. So, gehen wir jetzt mal so Events. Events habe ich ja gesagt, das sind so Projekte mit Anfang und Ende, die sind ein bisschen komplexer. Ich arbeite mit anderen Leuten zusammen. Da gehört auch der Aufbau von Graswurzelbewegungen dazu, zum Urban Gardening. Ich hatte mich vorhin ein bisschen beim Beispiel für Krons auf Essen fokussiert, weil ich Mordzunge habe. Urban Gardening, dann baust du halt selber an, du kannst auch bei dir zu Hause Indoor Gardening. Was? Daraus schließe ich. Total cool. Ich erwähne jetzt einfach mal, dass ich die Folien, also ich halte ja keine Folien, dass ich den Vortragstext hochlade. Und das ist also die Antwort, wie man ziemlich einfach zu Weltfrieden kommt. Und ich war so nervös, was war das? Okay, also Beispiele für Events ist halt Aufbau von Graswurzeln, wie Urban Gardening, wo man einfach anfängt, sein Essen, eigenes Essen zu machen, wie Urban Knitting, wo man einfach anfängt, seine Kleidung herzustellen. Ich habe ja mit dir gestern ein bisschen über Kleidung selber nähen und so weiter und so sprechen können, ich finde es großartig. Eine Nachbarschaft zu organisieren, da können wir Hacker als infrastrukturfreundliche Menschen, Mailingliste, Doodle, Etherpads und so weiter und so fort, können wir eigentlich auch schon ein bisschen helfen. Straßenfeste zu organisieren, Straßenfest blockiert meistens eine Straße. Demos, Freifunkinfrastruktur, also Bürgerdatennetze, gläserne Urne, da geht man, erzähl ich später, ich bin ja bei der Zusammenfassung, Demos generell und Selbstermächtigung von Gruppen ermöglichen, einfach weil man da ist und sagt, okay, ich kann dir helfen. So, Selbstorganisation, ein weiser Mann hat mir mal gesagt, was hat er gesagt? Ich rede zu schnell. Ein weiser Mann hat mir gesagt, Management fängt immer bei Selbstmanagement an. finde ich großartig. Und
diese Selbstorganisation ist ja dann auch ein bisschen Self-Quantification, weil ich meine Zeit einteilen muss. Ich muss mir auch die Zeit mit anderen zusammen einteilen. Und in beiden Fällen, also in Events, genauso wie in Krons, ist die Selbstorganisation halt beachtlich. Man muss halt seinen eigenen Hintern hochkriegen. Um also erfolgreich zivilen Ungehorsam einzuplanen, eventuell auch in Grauzonen, rechtlichen Aktionen und in vielleicht verbotene Sachen, die ich nicht empfehle, ich bin kein Anwalt, muss man sich halt vorbereiten, was die Rechtslage, damit man halt nicht ins Dumme tappt. Man möchte erfolgreich sein, man möchte zielorientiert handeln. Was zu organisieren ist, wenn man sich selbst organisiert, ist ein planvoller Umgang mit den eigenen Ressourcen. Dazu gehört Zeit, Wissen, Material und zum Material gehört auch Geld. Und für Unternehmen gibt es schon so etwas, nicht zivil ungehorsam zu sein, sondern sich selbst zu organisieren. Und das sind halt, kennen wir alle, die ERP-Systeme, Enterprise Resource Planning. Und das genau heißt das ja, Unternehmensressourcenplanung. Und wenn man sich selber als eine Organisation ansieht, die sich selber organisieren möchte, warum nicht für sich selber eine Art Open SAP bei sich zu Hause installieren und mal laufen lassen? Und ich persönlich habe dazu Odoo genommen, das hieß mal Open ERP. Ich hatte Praktikum dort gemacht, habe mich eingearbeitet und habe gedacht, hey cool, das ist eigentlich alles, was ich brauche. Und das hat also, ihr könnt auch andere Programme benutzen, ne? Aber ich wollte ein bisschen hands-on sagen. Das hat also ein Adressbuch, ganz klassisch, das ist Customer Relationship Management. Das ist ganz gut bei Beziehungen zu wissen, wer ist der Bürgermeister, wo wohnen wichtige Leute, aber meine Nachbarn zum Geburtstag wieder zu gratulieren. Die haben ein Kalendermodul und die haben ein Finanzbuchhaltungsmodul mit HBICI-Zugang, weil wenn ich meine Finanzen kontrollieren möchte, wir leben halt nur mal in dem System, dann muss ich erstmal gucken, okay, was ist mein monatlicher Income und was ist mein Outcome. Das Finanzbuchhaltungsmodul habe ich mir ausgesucht mit doppelter Buchführung und so weiter und so fort. Und das ist wohl ein bisschen over the edge. Das ist etwas komplex. Also habe ich jetzt gerade nur in LibreOffice, wo wir gerade bei Tools waren, fixe und variable Einnahmen, fixen variablen Ausgaben gegenübergestellt für die nächsten 2 Jahre. Das nennt man Liquiditätsplan. Und dann weiß ich also, diesen Monat habe ich ungefähr 80 Euro für Sachen. Außerhalb von Miete, Essen, Altersversicherung, 50 Euro jeden Monat investiere ich in Aktien. Das ist auch ein Markt, wo man zivil ungehorsam machen kann, indem man zum Beispiel Rüstungsindustrie kauft und dann die Stimme weitergibt an die kritischen Aktionäre. Die gehen dann zur Mitgliederversammlung und die haben sich halt damit beschäftigt und sagen, okay, wir haben jetzt die Stimmen gekriegt von Leuten und jetzt beschweren wir uns mal auf der Aktionärsversammlung. Also es gibt schon Leute, die das machen, denen kann man helfen. Ob es jetzt unbedingt Rüstungsindustrie-Aktien sein müssen, ob man überhaupt in den Finanzmarkt geht, das sind alles so, können wir nachher noch natürlich diskutieren. So, also ich habe ein Open SAP, nenne ich das mal für alle da draußen im Internet. Ich habe ein bisschen Tabellenkalkulation, um zu wissen, wo mein Geld ist und kann mich damit selbst organisieren. Also die Kalenderfunktion, Projektmanagement ist auch ein Modul. Und diese Selbstorganisation ermöglicht nicht nur zivilen Ungehorsam, sondern sie schließt auch zum Beispiel Altersvorsorge. Ich bin auf die Idee gekommen, eine Rechtsschutzversicherung zu holen, das bei zivilen Ungehorsam intelligent ist. Das passiert jetzt. Also das ist organisiert, das läuft, das zahle ich und ich kann also feststellen, wann ich Zeit habe, Freizeit und dann kann ich also auch Dinge machen, alleine oder mit anderen. So, das war die Zusammenfassung. Wer also jetzt zu The Climate Games rübergehen möchte, ist herzlich eingeladen. Ich nehme euch das nicht übel. Wirklich nicht. Leute. So, ziviler Ungehorsam in Thai. Ich rede ein bisschen über zivilen Ungehorsam. Ach, erst 9 Minuten. Ungehorsam stoppt immer direkt den sonst problemlos ablaufenden Prozess, irgendein ablaufender Prozess. Und warum sollte man einen problemlos ablaufenden Prozess behindern wollen, wenn man eigentlich mit ihm zufrieden ist? Also ich, tut mir ja nicht weh. Dann könnte man in die Reflexion kommen zu sagen, dieser Prozess, der hier abläuft, wenn er mir nicht schadet, das merkt man ja immer relativ direkt, kann man fragen, schadet er vielleicht anderen Menschen oder vielleicht die Umwelt oder so. Und die Art und Weise, wie wir halt vernetzt sind, auch mit den Informationszugängen, die wir haben, können wir ziemlich schnell feststellen, so, das ist vielleicht nicht okay. Also, wenn ich alles supi ist und ich möchte dann festgestellt, dass ich diesen ablaufenden Prozess behindern möchte oder verändern möchte, ich alleine, stehe ich vor so einem Riesenberg, David gegen Goliath, und was mache ich denn jetzt? Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Mode. Die Textilindustrie ist ja die schmutzigste Industrie nach der Ölindustrie. Konsum generell, ein Funkwecker für 450 im großen Elektronikhändler, hat offensichtlich Blut dran kleben, es ist halt nur nicht meins. Die Nahrung, wenn eine Rieseninfrastruktur da ist, mir Fleisch mit Antibiotika zu geben und Beta-Blockern und ich möchte es eigentlich nicht, dann ist das ein ablaufender Prozess, der eigentlich auch mir direkt schadet, aber auch so der ganzen Kette. So, also ich brauche gar nicht lange zu bohren, finde man ganz viele Argumente.
Und dann weiß man nicht, was man machen soll. Wie soll ich das verändern? Ne? Zum Beispiel, ich nehme Fleisch. Okay, dann werde ich Vegetarier. Kommt der nächste Klugscheißer, Entschuldigung, darf man das sagen? Danke, Tirinum. Kommt der nächste, ja, aber ich bin vegan. Na gut, dann bist du halt vegan. Kommt der nächste, Fruktarier, ja. Und dann esse ich nur dies, was von rechts von der Sonne angeschienen wurde und so weiter und so fort. Und dann, und der eine sagt, ich esse Fleisch, aber das Schwein steht bei mir hinten auf der Terrasse und ich habe selber getötet. So, ist das jetzt okay, ist das nicht okay und so, das ist, muss halt jeder für sich selber wissen. Die Wichtigkeit ist halt, dass man anfängt, selbst organisiert zu handeln und denkt, okay, ich weiß nicht, ist nicht das Beste, aber zwischen hier und dem Besten ist eine gerade Linie, die besteht aus vielen kleinen Schritten und da gehe ich jetzt lang. Wer eignet sich für zivilen Ungehorsam? Das ist etwas, das hat mir richtig weh getan, weil zwar für ziviler Ungehorsam, das eignet sich erstmal für alle und ist super einfach. Ne? Jemand sagt, mach und dann sagt, nee. Und jemand, der faul ist, könnte einfach von sich heraus sagen, nö, und dann ist halt Ungehorsam, aber ist es ziviler Ungehorsam oder ist es einfach nur Dickköpfigkeit? Und das andere ist, das hat mir wehgetan, ziviler Ungehorsam eignet sich für Nazis, für Extremisten, die eigentlich Gewalt einsetzen und so weiter und so fort. Du hast also Visionäre und Ideologen, die möchten dann quasi in einem Zwei-Phasen-Programm erstmal das bestehende System stoppen, abbremsen und dann mit ihrer Weltanschauung auflegen. Ja? Das heißt, ziviler Ungehorsam, wenn jemand kommt hier, selbstorganisiert, besorgte Bürger, Kram und so, dann denkt man, ja, okay, ja, stimmt, ich wollte das System eigentlich schon immer verändern. Man muss halt immer noch selber mit nachdenken und schon wieder hinterfragen, ob diese Form von ziviler Ungehorsam, was dahinter steht. Und einfach wissen, wann du es verlässt. Ja, für eine Demo zu gehen, für Menschenfreundlichkeit und so weiter und so fort, ist super. Wenn die dann aber anfangen und sagen, ja, aber nur besondere Menschen, dann gehst du halt in die andere Richtung der Demo. Ja, also man kann so eine gewisse Phase mitschwimmen, aber irgendwann übernehmen die halt das Anker, das Ruder und dann geh einfach von Bord. Das ist eine Argumentation für euch, um zu sagen, also um es weiter zu sagen. Hauptsache, man fängt an und Hauptsache, man überlegt sich die ganze Zeit, was man macht, damit man rechtzeitig wieder weggehen kann. Ja, also es ist halt gefährlich da draußen. The world is a jungle. So, ist ziviler Ungehorsam generell legal im Sinne von, unterstützt das der Rechtsstaat? Nein, ist es nicht. Es gibt Sachen, die sind legal, weiß ich nicht, Online-Petitionen. Es gibt Sachen, so ein bisschen Grauzone. Nachts um drei über die Straße gehen, bei einer roten Ampel. Aber das ist halt nicht die große Revolution, die man damit anfängt. Und dann gibt es Sachen, die sind einfach illegal. Ja, zum Beispiel, sobald jemand aufs Maul bekommt, dann muss man auch sich selber fragen, ist das für mich die Art und Weise, in der Welt, die ich leben möchte? So, hey, damals, Großvater, wie hast du die Welt verändert? Ja, mit Gewalt. Jetzt ist deine Suppe. Badge. Dann muss man halt mal überlegen. So, ich bin auf jeden Fall kein Anwalt, ne? Ich stifte nicht zu Straftaten an, das muss ich halt sagen. So, Formen von CU hatte ich ja in der Zusammenfassung schon erklärt. Die Krons, die sind einfache und kleine Sachen. Jetzt kommt mehr so einem. Deine Gegenüberstellung. Warum Events und warum Krons? Muss ich. Ist das. Das hat mich jemand gefragt. Wenn du diese ganzen kleinen Sachen machst, Fahrradfahren, Öffis, aufs Auto verzichten und so weiter und so fort, das machst du für die Umwelt. Und dann fährst du aber zum Wanderurlaub, fliegst du nach Neuseeland. Das ist von da, wo ich wohne, ziemlich genau auf der anderen Seite der Welt. Und wieder zurück. Und dann hast du eigentlich deinen CO2-Emissionsfuß. Also das ist egal, wie alt du wirst und nicht Auto fährst. Dieser eine Flug hat einfach alles kaputt gemacht. Und da ist die Argumentation natürlich, warum machst du diese ganzen kleinen Krons, weißt du, dieser Widerstand jeden Tag, so jeden Morgen, so, Widerstand beim Zähneputzen und dann machst du irgendeine eine einmalige Aktion, ein Event und der macht dir halt die ganze Bilanz kaputt. Dann komm, dann weißt du, dann isst doch dein Fleisch, fahr mit deinem Auto, fliegt halt nur nicht nach Neuseeland. So, und dann lasst euch hier nicht aushebeln, beide Zugänge sind sehr wichtig. Natürlich ist es wichtig, dass man bei gewissen Events diese großartigen Auswirkungen auf die Umwelt, auf die Mitmenschen hat, dass man auch da den Kopf benutzt, aber nur weil man da den Kopf benutzt, heißt es das nicht, dass man auch bei anderen Sachen jeden Tag bei kleinen Veränderungen den Kopf nicht benutzen kann. Weil, das argumentiere ich jetzt hier, wer jeden Morgen, jeden Tag so ein bisschen überlegt, okay, ich könnte jetzt hier drauf verzichten, das mache ich ein bisschen anders, das kaufe ich mir jetzt nicht in dem Laden, sondern ich kaufe das bei den Bauern, das hacke ich mir zusammen, das löte ich und so, der hat auch irgendwann er zieht sich selber ein Mindset und wenn es darum geht, hey, lass uns mal nach Neuseeland wandern gehen, zu sagen, dann heißt er auch stark genug, dann weiß er auch, warum er und wie leicht er Nein sagen kann zu etwas, was eigentlich sonst sehr verlockend ist. Ja? Deswegen empfehle ich, dass man bei zivilen Ungehorsam die großen Aktionen, eine Demo, Graswurzelbewegung und so weiter und so fort, ja, ist alles gut, dass man auch die kleinen Sachen macht, damit man einfach seinen Verstand geschärft hat, seinen Willen, seine Selbstdisziplin, dass irgendwann ist das große Verlockende da. Ja? Hey,
Riesenhaus, 15 Autos und so weiter und so fort. Dann sagt man, na, mache ich anders, ich mache es auch. Ich denke drüber nach. Es gibt einen dritten Weg. es gibt eine Alternative. Ich muss nicht das machen, was man mir vorschlägt. Ich kann auch Dinge selber machen. Und das weiß ich, weil ich den ganzen Tag schon Dinge alleine machen kann. Dann kann ich das auch. Weil ich hab eine Crew, ich habe Freunde und so weiter und so fort. So, das Problem bei Krons habe ich schon gerade erzählt. Wer morgens aufsteht und sagt, ich muss hier auf die Zahnpasta verzichten und nehme eine Natronlauge mit Pfefferminz und so, mache irgendwie sowas. Das sind so lauter tausend kleine Sachen. Das Problem ist, eigentlich wird man sein eigener Diktator. Ja, so, normalerweise ist jemand draußen und sagt, du jetzt das und das jetzt das. Und 2 Minuten Pause und dann gehst du weiter und jetzt Feuer frei auf der Stelle eine rauchen und so. Und das muss man jetzt alles selber machen. Also dieser innere, man wird sein eigener Arschtreter. Das macht keinen Spaß, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich fühle mich dann manchmal auch nicht so gut. Ist dann einfach mal so. Nur wo fängst du an? Wo fängst du an mit der Selbstorganisation? Und da möchte ich das Seth'sche Modell ansprechen. Seth ist auch aus dem Hackspace Siegen und er hat gesagt, boah, ich komme gerade vom Kongress, ich will das, ich brauche das. Das ist so geil, aber ich muss arbeiten und ich muss schlafen. Das ist ein Problem. Und dann gibt es, der unterteilt sein Leben in 3 Kategorien. Schlafenszeit, Arbeitszeit und Freizeit. So, Arbeitszeit ist zu minimieren, aber sie ist notwendig, um halt die Freizeit und die Schlafenszeit zu organisieren. Schlafen unter einem Dach zum Beispiel. Dann gibt es die Freizeit, wo er immer auf die Kongresse gehen möchte. Und Schlafen ist deswegen wichtig, weil er schon gerne 8 Stunden am Tag schlafen möchte. Purer Luxus, wenn ihr mich fragt. Aber das ist mal ein Anfang. Um die Krons zu bewältigen, um zu wissen, man kann ja nur dann zivil ungehorsam tätig werden, wenn man Freizeit hat. Es ist, also wenn man sich dafür entschieden hat, okay, jetzt habe ich 2 Stunden am Tag frei, 4 Stunden in der Woche oder was auch immer, mich da zu betätigen. Ich möchte einen Streik organisieren, da muss man erstmal eine Gewerkschaft sein, kann man sich die V aussuchen, das ist eine freie Arbeiterunion, die ist mehr anarchistisch, oder man ist in die DGB oder was auch immer, dann muss man sich in Streikrecht, Arbeitsrecht und so fort ein bisschen einlesen, dann kann man da irgendwie anfangen. Diese Zeit, wo kommt die her? Und wenn man das so macht, wie das Seth'sche Modell ist, dann ist das ziemlich einfach. Du hast eine Arbeitszeit, die versuchst du zu minimieren. Du brauchst die Arbeitszeit, aber für Einkommen. Aber wie viel Einkommen brauchst du eigentlich? Machst du dir einen Liquiditätsplan? Machst du eine Aufstellung? Okay, ich für Miete, für Versicherung, für Kleidung, für Essen und Trinken und so weiter und so fort brauche ich im Monat so und so viel Geld. Kommt bei mir unterhalb von 1000 Euro definitiv raus. Also dick von unterhalb von 1000 Euro. Also was über 1000, also wenn ich 1000 Euro im Monat habe, dann habe ich schon einiges mehr an Geld am Start. Gut, warum dann also auch für 3000 Euro Einkommen im Monat arbeiten, wenn man mit einem Teilzeitjob arbeitet? Ne? 17 Stunden die Woche. Normalerweise würde vielleicht jemand, weiß ich nicht, 40, 50 Stunden arbeiten. Der hat auf einmal 20 Stunden die Woche Arbeitszeit freigekriegt, um halt in dieser Freizeit mal zu überlegen, den Kopf freizukriegen, okay, was sind die nächsten Schritte? Vielleicht möchte ich ein Leben planen, wo ich mal mehr als 1000 Euro im Monat kriege, vielleicht die Altersvorsorgung mal so ein bisschen planen, vielleicht muss man mal eine Demo zumachen, vielleicht muss man mal Informationsfreiheitsgesetze ausnutzen und Leute hinterfragen, vielleicht will man ein Straßenfest organisieren, vielleicht will man auf die nächste Demo in die nächste Großstadt fahren, gegen Menschenfeindlichkeit auf die Straße gehen, vielleicht will man auf einen Kongress. Wie viel kostet das? Und wenn man das hat und das mit der Arbeit gedeckt wird, kann man in der Freizeit eigentlich sehr viel umsetzen. Das geht dann ziemlich einfach und ich war sehr erstaunt. Das Problem ist, als nächsten Schritt kann man sich fragen, diese Arbeitszeit, da bin ich abhängig von genau einer Person, nämlich meinem Arbeitgeber. Und wie ich schon gerade beschrieben habe, wenn man zivilen Ungehorsam ausübt, dann muss man sich selbst organisieren und dann ist man sein eigener Diktator. Das ist auch kein großer Unterschied. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel persönlich selbstständig wäre, dann bin ich direkt vom Kunden abhängig. Und das Seth'sche Lebenmodell sagt dann, okay, versuch dir verschiedene Einkommensquellen zu holen, dass du jederzeit deinem Chef sagen kannst, ich komme morgen nicht mehr, weil es ist doof hier. Und dann hast du aber noch andere Einnahmenquellen. Das kann eine kleine Selbstständigkeit sein, zusammen mit einem kleinen Einkünfte aus Kapitalerträgen. Ich weiß, es ist böse, aber es sind Einnahmequellen, die man halt so hat. Es kann aber auch sein, dass man sich über einen Zeitraum einfach mal mit seinen Leuten und Nachbarn zusammengesetzt hat und festgestellt hat, wow, in dem Hackspace habe ich jetzt Indoor Gardening automatisiert, dann braucht man weniger Einnahmen, weil man das Essen selber macht. Oder man hat das Haus gedämmt und braucht weniger Einnahmen, weil man weniger laufende Kosten hat und so weiter und so fort. Man will das notwendige Geld so minimieren, damit man die Arbeitszeit minimieren kann. Man möchte die Arbeitszeit, wenn man schon welche hat, auf verschiedene Projekte aufteilen, damit die unabhängig sind, damit man jederzeit, und das ist ein gutes Gefühl, wenn Stress auf der Arbeit ist, zu sagen, okay, warum sitze ich hier? Ich könnte eigentlich jetzt gerade aufstehen und sagen, und tschüss.
Und das ist super für die Arbeitsatmosphäre, also für einen. Da geht eine Riesenlast weg. Das also zu Krons. Ich habe jetzt, das klingt ein bisschen komisch, über Einkünfte von Kapitalerträgen gesprochen. Da kann man auch zivilen Ungehorsam machen, indem man das halt den kritischen Aktionären das Stimmrecht gibt. Und da sind Profis dran. Das sind Anwälte, das sind Freiheitsredner, die wissen schon, was sie machen. Die kriegen das Stimmrecht und die sagen dann dem Vorstand, dass das nicht geht. Die setzen sich ein für Mindestlöhne, ordentliche Arbeitszeiten, weniger Ausbeutung in den Auslandländern und so. Die Frage ist halt nur, muss es unbedingt Aktien sein? Es ist eine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren für sich selber. Man kann aber auch andere Sachen machen. Man kann einfach Freunden Geld leihen für keinen Zins oder so. Ich meine, wenn man Geld auf der Hand hat ein bisschen, wenn man sich selbst organisiert hat, dann läuft das einfach irgendwie entspannter. Und Punkt. So, Anwalt, einen ständigen Arbeiter hatte ich schon gesagt. Finde ich gut. Im Internet gibt es ein Buch. Sucht einfach, googelt, habe ich es vielleicht verlinkt. Das hat mehrere Aktionen, die man mit anderen machen kann. Und es ist fertig. Das ist ein Titel. Was wollt ihr machen? Eine Demonstration gegen irgendwas. Eine Mahnwache. Eine Mahnwache als Einzelperson ist super effektiv, um H&M zu ärgern, weil ihr vor H&M steht auf der Straße und es macht ein schlechtes Image. Das kann man auch mit mehreren Leuten machen. Das Buch ist großartig, weil da ist ein Titel, da steht, okay, was willst du machen? Das kannst du machen. Das ist so und so aufwendig. Das ist so und so, so ist die Rechtslage. Das und das solltest du vorbereiten. So ziehst du es durch, fertig. Und davon gibt es 42 Stück. Das ist ein offenes Buch und der Autor sammelt. Das heißt, Leute gehen ins Internet und sagen, hey, ich habe eine neue Idee. Hier, kannst du das mit einbauen? Und dann baut das mit ein. Ich habe das Buch leider nicht dabei. Aber ich glaube, dieses Buch ersetzt mir gerade so einen halbstündigen Vortrag über, wie organisiert man sich. Ich kann es nur empfehlen. Ich tue es mit in die Notes rein. Aber solche Bücher gibt es zuhauf. Wie mache ich zivilen Ungehorsam? Da hast du Treffer da drin, meine Universitätsbibliothek hat das, deswegen möchte ich das hier nicht mal aufnehmen. Es ist einfach nur sehr einfach, wenn man weiß, dass es gibt ein Buch und wenn man weiß, ich brauche Freizeit, um diese Sachen zu machen. Und jetzt möchte ich kurz darüber sprechen, welche Tools benutze ich, um mich selbst einzuteilen, damit ich diese Freizeit habe und den Kostenüberblick. So, ihr nehmt eine Software wie das Enterprise Resource Planning System, lasst es einfach bei euch lokal laufen. Macht es nicht kompliziert mit Webserver, Backups und so weiter und so fort. Dann guckt man sich den Kalender erstmal an, haut seine ganz normalen Termine rein und wann Mama Geburtstag hat, immer ganz wichtig. Und dann wiederholt das mal mit anderen. Dann sagt man, mein Bruder Geburtstag, mein Nachbar Geburtstag und irgendwelche Leute Geburtstag, damit man halt diese Kommunikation mit dem Nachbarn auch aufrechterhalten kann. Dann als nächstes gibt es das Projektmanagement. Ich bin großer Fan von Scrumming, weil ich das im Studium gelernt habe. Aber viele Enterprise Resource Module bieten halt auch andere Formen der Selbstorganisation an oder Projektorganisation und da sucht man sich irgendeins aus und man fängt einfach an und schmeißt die Maschine los. Steht morgens auf, guckt, was wollte ich heute machen, dann macht man das und dann geht man zur Arbeit und kommt zurück vorher, weil es früher. Und dann macht man den Rest und dann arbeitet man bis 8 Uhr fertig, abends durch und geht schlafen, wiederholt das den ganzen Tag. Und das war's. Das ist wie ein Enterprise Resource Planning Modell funktioniert. Man guckt einfach nach, was wollte ich eigentlich heute machen? Fertig, mache ich das und das war's. Da ist jetzt nicht mehr viel Überlegung, will ich lieber das oder das machen. Der Kalender zeigt einem an, es gibt Gantt-Diagramme, zeigt einem, wie die Sachen zeitlich hintereinander passen und dann kann man sehr genau sagen, Leute, ich kann heute nicht kommen für das Projekt, es tut mir leid. Nee, andersrum. Das passiert mir persönlich zum Beispiel nicht mehr, weil ich das nicht einplanen kann. Die Software hilft mir, keine Terminüberschneidungen mehr zu machen und mich nicht blamieren zu müssen für Sachen, weil sie nicht gepasst haben. Die Kalenderfunktion ist also wichtig, Projektmanagementfunktion ist wichtig, die kann man für sich selber anwenden. Finanzbuchhaltung ist wichtig, da habe ich schon angemerkt, dass ich das selber nicht hingekriegt habe. Doppelte Buchführung ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Was aber sehr gut funktioniert, ist monatliche Einnahmen, monatlichen Ausgaben gegenüberzustellen. Macht man einen Liquiditätsplan für jeden Monat. Dann gibt es verschiedene Kategorien. Die Kategorie Überleben ist quasi Essen und Miete. Die Kategorie Leben ist Leben und nicht Überleben, sondern Leben ist vielleicht auch mal ins Theater gehen, Freundin ausführen und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Kategorie Altwerden. Das ist eine Art Altersvorsorge.
muss man sich auch mit beschäftigen. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und dann hat sich das. Dann kann ich tatsächlich feststellen, dass ich am Ende Monat auf einmal noch 200 Euro übrig habe. Und mit 200 Euro kann man vielleicht in Somalia eine Patenschaft übernehmen. Man kann Do-it-yourself-Sachen kaufen, Werkzeug, und verzichtet dann auf einmal für andere, macht Sachen selber. Da braucht man auf einmal keine Klamotten mehr, weil man sie selber macht zum Beispiel. Das ist dann ganz sweet. Also es gibt tatsächlich nicht die eine Software, die einem sagt, benutze mich, und auf einmal machst du zivilen Ungehorsam, sondern es gibt Software zur Selbstorganisation. Die macht zivilen Ungehorsam eigentlich super einfach. Ich kann jetzt aufhören, das mache ich auch. Wenn ihr Fragen habt, ich bin hier. Vielleicht noch als kleine Motivation: Ziviler Ungehorsam ist besonders einfach, wenn man sich keine Sorgen machen muss über tomorrow. Über nächsten Monat kriege ich genug Geld rein. Bin ich alleine, bin ich einsam. Und dafür ist es wirklich wichtig, dass man sich organisiert, selbst organisiert, Self-Quantification macht, und die Lebensqualität nimmt zu, habe ich das Gefühl. Wenn man sich selbst organisiert hat und feststellt, ich bin mein eigener Herr über meine Dinge, ich bin sogar mein eigener Herr über das Rechtssystem und gehe nachts um drei über die Straße, mache Demonstrationen, Zivilcourage, rette Menschen, helfe Menschen, ist ein unglaublich befreiendes Gefühl. Und ich glaube, ich hätte es nicht gekriegt, hätte ich nicht mit Selbstorganisation angefangen. Von dort aus, Self-Quantization also, ich muss ja irgendwie das Thema hier begründen, von dort aus ist ziviler Ungehorsam etwas, was automatisch kommt, wenn man mit den Nachbarn und Freunden spricht, weil jeder hat irgendwie was, was einem drückt. Wenn man dieser Person dann sagen kann, mach deinen Kopf frei, indem du dich ein bisschen selbst organisiert, und dann setzen wir uns zusammen, schreiben einen Leserbrief, verteilen Flyer, ändern die Rechtslage oder wir ändern unsere Lebensposition, dass wir gar nicht das Problem abschaffen müssen, sondern wir verändern unser Leben, dass das Problem nicht mehr sticht. Nein, man muss ja nicht die ganze Zeit in ein Messer reinlaufen, man kann ja auch draußen rumlaufen. Man kann das Messer stumpf machen, das ist quasi der Widerstand, aber es fängt halt nur mit Selbstorganisation an. Und es gibt ein bisschen Software, die da hilft. Und SAP, also Open SAP-Systeme, also ERP-Systeme, sind super mächtig. Wenn man, meine Idee jetzt zum Beispiel ist, jetzt kann ich eine Software, die ganze Unternehmen Prozesse digital abbildet. Vielleicht ist das ja die nächste Möglichkeit für Selbstständigkeit. Wer weiß. Aber das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es kommt. So, das war zum zivilen Ungehorsam. Wie man es alleine machen kann und wie man es mit Software macht. Und ich bin jetzt für Fragen zu haben. Vielen lieben Dank an euch. So, wenn keine Fragen da sind, dann frage ich einfach euch. Was habt ihr gerade für Projekte am Start des zivilen Ungehorsams? Ich glaube, das ist ja ziemlich viel, kann man machen. Wer geht nachts, wenn es 3 Uhr morgens ist, über Rot über die Straße? Okay, zu Fuß allerdings, ne? Es ist nachts 3 Uhr, die Ampel ist rot und ihr fahrt im Auto. Wer fährt weiter? Hand hoch. Macht das nie wieder. gibt es bei euch in der Stadt in der Straße, wer kennt seine Nachbarn beim Namen, also alle? Also das ist halt die Frage, sind das die direkten Nachbarn oder wohnt ihr in der Großstadt und ihr habt so oben drüber 20, unten drunter 60, links und rechts? Ja, okay, ist schwierig. Teilt jemand sich die Tageszeitung mit jemandem anderem? Super, das ist eine großartige Art und Weise, die den Konsum, ne, so ein bisschen, es ist ein kleiner Stich, streiten wir uns nicht drüber, aber es ist ein Stich, das ist wichtig. Wer schmeißt Essensreste weg in Müll? Das ist scheiße. es gibt ja diese ganze Foodsaver-Schiene. Es gibt sogar eine Online-Plattform, wo man Essensreste, also, oh, ich habe aus Versehen 2 Kilo Nudeln zu viel gekocht. Das passiert erst im Messland manchmal. Anstatt sie nicht ein bisschen Master zum Beispiel. Und anstatt sie wegzuwerfen, kann man das online stellen in seiner Region auf die Plattform und sagen, ich habe Nudeln, komm vorbei. Und es kommen Leute tatsächlich vorbei. Also Siegen ist, nutzt das ein bisschen. Essenskörbe heißen sie. Und wenn man zu viel gekauft hat, wenn man auf einmal sagt, oh Mist, es ist Weihnachten, ich muss zu meinen Eltern, das ist ja total unvorhergesehen. Der Kühlschrank ist noch voll. Gut, einfach alles auf foodsharing oder foodsaving.de draufsetzen. Leute holen das ab und essen das dann. Das ist aber etwas, was nicht dann nochmal eingekauft werden musste. Keine Mehrwertsteuer. Zum Beispiel. Ich bin ja, vielleicht, wer,
Die Open Source Szene hat ja die Frage immer, ja, wenn der Code open ist und Open Hardware, dann machen das ja die Kunden selber. Deswegen können wir ihrem Start-up das Geld nicht geben. Das Gegenargument da ist, es gibt ja unendlich plus eins Rezepte zum selber backen. Brötchen, Brot. Also ich mag Brot. Ich kaufe viel Brot damals und dann habe ich Brotbacken selber gelernt. Wer backt noch Brot? Brotbacken macht super viel Spaß und ist sehr einfach. Aber dann kann man ja auch Sauerteig machen. Also man kann dieses Do-it-yourself, das kann man ja beliebig runterfahren, von, also ne, bis zur Graswurzelbewegung quasi und wieder hoch. Ja, jetzt der Backofen, da kann man ja zwischen, daneben kann man ja noch so einen Brotteig eigentlich fertig machen, ne? Habe ich mir gedacht, der Backofen ist heiß. Warum nicht so ein zweites Brotding reinschieben und das auf Foodsharing hochsetzen? Einfach nur um Leute kennenzulernen, die einfach die Mentalität haben, so, oh shit, jemand hat zu viel gekocht und hat jetzt voll das Problem, das Essen loszuwerden. Ich helfe ihm jetzt. das ist sympathisch. Dann gibt's natürlich auch, und jetzt geht's wieder in eine Grauzone, Dumpster-Diven, also nachts losgehen. Wir überziehen, nicht wahr? Hat jemand noch eine Frage? Also Dumpster-Diven ist auch etwas von Essen her. Ihr merkt schon, dass ich Hunger habe heute, ne? Wo man nachts losgeht. Das ist auch kein Diebstahl per se. Wenn das, wenn der Laden Essensreste an die Straßenecke stellt, dann muss es noch sein Eigentum sein, damit er, und jetzt ist das ist eine Rechtslage, damit er noch verpflichtet ist, das zu entsorgen. Ansonsten würden viele Leute, viele Unternehmen einfach den Müll an die Straßenseite, an die Straße stellen und die städtische Abfallorganisation muss dann alles wegräumen. Deswegen ist das noch Eigentum des Nahrungsmittelladens. Die haben aber nicht mal die Absicht, es zu behalten und es zu verwerfen. Es ist in einer Mülltonne, das sieht man ziemlich leicht. Deswegen ist eine Bestrafung, wenn man erwischt wird, bei den ersten 3 bis 10 Malen gering. Danach sollte man sich vielleicht einen anderen Spot aussuchen oder mal ein halbes Jahr Gras über die Sache wachsen lassen, ein anderes Gesicht operieren oder so, was auch immer. Das kann man auch machen. Zum Beispiel, ich kenne jemanden, der ist noch nie erwischt worden. Aber da muss man sich halt vorher informieren. Und da gibt es, über die Foodservice-Szene gibt es halt Leute, die kümmern sich um die Frage, wie esse ich? Wo kommt das her? Und dann kann man vielleicht in eine andere Szene rein. Und da ist die Frage, wie lasse ich mich nicht erwischen? Muss man halt auch selber mal ein Buch lesen, in dem Gesetze drin sind? Kann man vielleicht auch Profis fragen? Und dann kann man eine selbstständige, ausgereifte Entscheidung fällen, ob man das machen möchte oder nicht. Man kann sich aber auch in dieser Kette einarbeiten. Es gibt Leute, die können besser kochen, aber sind viel zu faul, die Sachen zu tragen. Wenn die anderen Leute, die quasi Nahrungsmittel organisieren ist ein großes Wort in dem Fall, ich weiß, ist die Frage, ist es ein logistisches Problem? Ne? Die Uhr tickt, das muss jetzt verkocht werden, eingekocht werden, eingemacht werden, eingelegt werden und so weiter und so fort. Da kann man als Koch vielleicht mithelfen. Das war zum Essen. Wer macht seine eigene Kleidung? Stricken zum Beispiel, wer kann stricken? Sehr gut. Es ist auch super entspannt. Man lernt auch viele Frauen kennen, was für mich persönlich super. Dazu gehört alles, wie heißt denn das andere? Das ist nicht Stricken, das ist was Häkeln zum Beispiel. Aber das ist nicht so Hardcore wie Stricken, finde ich persönlich. Wer näht wer kann nähen und hat mein Kleidungsstück genäht? Großartig. Es gibt schon einige, ne, die das machen. Ein Hemd vielleicht? Oder eine Hose? Ein Schal? Was? Pullis? So Hoodies? Sowas? Pullis, okay. Ja, das hat eine gute Freundin von mir für mich genäht zum Beispiel. Das ist einfach großartig. Das ist aus Wolle. Also aus Filz, das zu nähen, auf einmal ist es ein Kleidungsstück und es kommt nicht aus, weiß ich nicht, Bangladesch und so, da hat keiner drunter gelitten, finde ich super. Ja, ich jetzt rede schon wieder die ganze Zeit. Noch eine Frage dazu? Wollen wir aufhören? Wer möchte nicht aufhören? Okay, der Rest raus. Vielen Dank.